Also, der Machkei vom Team Kiki Fit, moin. Ich bin heute mit Rupsi. Rupsi hat letztes Jahr den Beachbody Challenge mitgemacht. Und wir wollten eigentlich ein bisschen schwätzen, was seine Erfahrungen sind und wie hat das Ganze erlebt. Rupsi, kannst du dir vorstellen? Ja, moin. Mein Name ist Rupsi. Ich bin 23 Jahre und ich bin letztes Jahr den Beachbody Challenge mitgemacht. Top. Rupsi, für was hast du den Beachbody Challenge mitgemacht? Ich habe mitgemacht, weil ich damals nicht mehr nur 82 Kilo hoch. Und ich sagte mir, ich muss aufhören. Und das war für mich eine Motivation, für eben den Moment besser gut zu haben. Also, wie gesagt, Rupsi hat sich heute am Center gemeldet für den Challenge, den aus 21 Tage. Da kann ich alle guten Kurven mitmachen. Und du hast gewartet. Hast du in dem Moment einen Entschluss gefasst, für dein Leben an der Kraft zu werden? Genau. Okay, top. Wie hast du dann den Challenge da erlebt? Was sind deine Erfahrungen? Also, ich habe den Challenge gemacht, du warst schon einfach heute. Ja. Und da habe ich gesagt, dass eben die Challenge ist. Und ich dachte, dass das die beste Möglichkeit, die am Moment sich präsentiert. Meine Erfahrungen vom Challenge waren ganz gut. Also, ich bin reingekommen, ich habe direkt alles erklärt, wie es lebt. Ich habe auch einen Test gemacht vom Körper, also wie viel Fett. Genau, das ist der Neid. Also, wie viel Fett ist schön, wie viele Schweine, wie viele Muskeln und so weiter. Da kommt auch so, wie viel ich mit Essen, für dann ein bisschen aufzuholen. Und eben, ich konnte so viel Kuramat machen, wie ich wollte. Voilà, also für die, die nicht wissen, wir machen am Anfang an dem Ende vom Stage, von dem Challenge, machen wir eine Analyse, eine professionelle Analyse von ihrem Fettgehalt, Körpergehalt, Muskelgehalt, alles. Für das wir wissen, wo wir da sind. Und da vergleichen wir zum Schluss da. Wir gucken nicht nur so einfach, weil ich weiß so viel, das kann ja auch sein, dass er viel Muskeln hat und nicht viel Fett und Dehl im Körper. Und da noch gucken wir dann, wen die Besten als wen am meisten Erfahrung macht. Okay, was hat sich dann bei dir um den Lebensstil geändert während dem Challenge und nur dem Challenge? Also während dem Challenge, ich war demnächst noch an der Vakanz. Natürlich wirklich ganz, ich bin halt 3 Stunden am Tag gewesen. Und ich bin eben ein bisschen mehr aufgefallen, wie gesund sie ist. Und auch, ja, ich bin während dem Challenge aber nicht mehr 3-4 Kilo aufgeholt gehabt. Und es hat mich eben motiviert, viel weiterzuführen und noch mehr aufzuholen, was auch zum Schluss geklappt hat. Und war nur dem Challenge, also eben ist sie viel mehr. Also viel mehr motiviert, für Sachen zu machen. Ich gehe auch viel mehr raus mit den Leuten. Ich sehe mich so daheim, Mann. Okay. Ja. Erzähl mal ein bisschen selber, wie war denn im Anfang, wenn du willst Fitness machen? Ich meine, das ist ein anderes Konzept wie normalerweise. Ja. An einem normalen Fitness gehst du trainieren. Erzähl ein bisschen, wie du das erlebt hast. Also ich bin damals, wo ich mehr gewinnen habe, habe ich mich nicht so richtig getraut, an Kuren zu gehen oder mit anderen Leuten, eben wenn andere Leute da waren. Mhm. Ich war in Fitness, du war ganz ruhig, da waren vielleicht 2-3 Leute. Und ich bin dann immer an Zeit gegangen, wo bald kein du war, wo ich mich nicht getraut habe. Ich habe so, ich war hier so viele Leute während dem Studieren. Sind ich hier hingekommen, ich meine, es war den ersten Tag, ich hatte angerufen, ich habe direkt ein alles erklärt, komme ich hier hin, ich meine, die Kurma, das war ganz natürlich. Also, das, ich mich noch nie so wohl gefühlt und auch, ich war mich schwer mit Farbe, wir waren nicht extra so bei mir. War ja nicht extra so bei mir. Ja. Aber das eben, dass ich mich schwer, kriege ich nicht alles gemäht. Okay. Zum Mut am Anfang, ich kann nur zum Beispiel nur eine Top-Kondition, mhm. die hatte ich früher nicht. Und ja, ich bin auch alles, was mich schwer. Und die Momente, ja, du weißt ja auch, wie viel. Ja. Und das aber nur nicht, dass sie sind heuer und sie spannen dich um, dass du dich raubst und dass du mehr bist, aber dass du nicht, dass irgendetwas Falsches tun oder so und hey, du musst ein bisschen mehr essen oder irgendwie so etwas. Okay. Aber wie hast du dann hast du dein Ziel erreicht, wie du dir gesagt hast? Also für den Beachbody hatte ich mir zu hohe Ziele gesagt. Ich hatte demnächst nur 4 Kilo aufgeholt. Es war E-Mode, kann ich nicht mehr erwarten. Mehr, es tut mich aber auch gespannt, viel weiterzuführen. Das ist doch gemacht. Also ja. Du bist nur dem Kurs, nur dem Challenge, was ja. dabei geblieben. Genau. Okay, wie viel hast du gefahren? Wie viel bist du denn auf? Also ich bin nur gefahren, ich war 82 Kilo. Okay, 82 Kilo, das tut er verstanden. Was war 82 Kilo? Ja, 8 Kilo, 6 Kilo.
denkt dat 66 Kilo. Das ist nicht, dass ich heute absolut verkauft habe. Ich habe 66 Kilo. Die Foto. Was ist Single? Ich sehe sie gerne. Also, wenn der Trupp sie kennenlernen will, kann auch einer kommen. Nee, das ist ja jö. Okay. Hast du dich dann, wie hast du die Erfahrung da gemacht? Ich meine, das größte Problem, das die meisten Leute haben, dass sie an ein Center kommen, sie haben Angst, sie wissen, dass sie sich anlösen, das ist unbewusst. Ich meine, das ist die größte Problem. Wie hast du dann die Unterstützung, wie hast du dich unterstützt gefühlt von den Leuten, von den Trainern, von dem ganzen Team? Also, das Team hier ist perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich noch nie so unterstützt gefühlt, egal wo ich war, auch an Fitness oder so, irgendwo hiken den hin. Leute kennen ihre Situation, sie kennen ihre Ruhe, die geht begrenzt, sie kommt ran, die trainiert, sie wissen genau, wo ihre Limite sind und sie pushen dich auch bis die Limite. Also, okay. Dass, ja, dass du weiter kannst. Genau, also ich hätte es nicht gepackt, wenn ich nicht reinkomme. Ich muss ganz ehrlich sein. Okay, das ist menschlich. Du musst jetzt auch so und du hast es durchgepackt, weil du dich gerappt hast. Ja. Ich meine, es gehört doch dazu, dass ihr eben einen Trainer holt oder eine Trainerin holt, die eben da sie für ihn dahin zu bringen. Weil sonst kann ich nicht sich einfach auf den Laufband setzen und ein Ziel zu erreichen. Ja. Ich meine, es geht hauptsächlich darum, den Moment, wo ihr einen kleinen Lapsus holt, für da, dass ihr einen durchsteht und denen unterstützt, genau. Für das Impact. Okay, was ist dann dein Message für die Leute, die nur gucken? Weil ich meine, die Leute, die das nur gucken, sind auch die Leute, die sich denken, okay, soll ich das nur machen, soll ich nicht machen? Ich habe Angst, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich zu dick und ich habe Angst, ich habe Hemmungen, für dich hinzukommen. Was ist dein Message? Also ganz ehrlich, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt gehabt. Also, ich hatte auch dieselben Gedanken, ihr statt gemäht und ich bin dann hier hingekommen, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Und wenn da wirklich wollt, dass ihr ein bisschen Hand runter hast, ihr euch auch ein bisschen erklärt, wie alles so laufen, dann macht was. Die Hut nichts zu verlieren. Genau das ist es. Also, dass das, was hat seht, die Hut nichts zu verlieren. Jetzt sind 21 Stich von ihrem Leben. Wenn der Donner decidiert, dass er das nicht für euch ist, dann ist es eben nicht. Du sind mir nicht beißt, du hast keinen, den ich euer Bibi möchte. Das wisst ihr ja alles, dass das die Resultate hat. Das ist euer Ziel. Wir wollen nicht, dass ihr selbst lehrt. Selbst, wenn ich sie hier umgefallen habe, kann man gerne. Dass du in eine richtige Kampfmaschine gehen. Ich will keinen Hund, den du greift, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir haben Fitnesskurve, Backlass. Was ist der Lieblingskur? Ich gehe am nächsten Mal in die Kraftmagar. Okay. Ich mache Backlass ganz, ganz gerne. Okay. Also, lauscht der Part. Aber wenn das beginnt, dann kommt der Kador in die Kur. Nee, das ist ja gut. Wir haben eine neue Beachbody Challenge. Die könnt 1000 Euro gewonnen. Mir das nicht ein Hauptziel, denn Ziel ist du, für das ich voll viel in eurer Haut. Dass dir reinkommt, ein Resultat tut. Als Trainer, ich. Meine ganze Equipe sind da für euch zu unterstützen. Und ich bin überzeugt, ihr seht Trupps auch bei uns im Training. Das ist nicht, dass ich hier geholt habe und hat just hier für euch etwas zu erzählen. Genau. Voilà. Ich bin oft da. Hat das oft da, ganz sicher, garantiere ich nicht. Und dann kommt er einfach trainieren und probiert das aus. Wenn sogar ein Money Back Guarantee, die geht gar kein Risiko an, probiert das aus. Merci vielmals, dass du heute dabei warst. Hört mich gefreut und bis schön. Ja.